Gelassenheit regiert in Garching. Seine Spieler haben nichts zu verlieren in ihrer Debütsaison, so die Meinung von Daniel Weber vor dem Start in die Rückrunde. Ja, mit der Gelassenheit haben es die Garchinger wohl ein bisschen zu genau genommen. Ganz lässig spielt Daniel Sucknebel den Ball in den Fuß, der legt ab auf Morina und schon steht es 0:1. Für den FVI natürlich ein perfekter Auftakt. Daniel Weber stinksauer, nach 2 Minuten wurde die komplette Vorbereitung über den Haufen geworfen. Knapp über 200 Zuschauer sahen ein munteres Spielchen in der Anfangsphase bei Kaiserwetter im Stadion am See. Asperger Seipfalzier wird noch geblockt. Holger Bachtaler ließ seine Mannschaft gleich 8-mal in der Vorbereitung testen, unter anderem gegen die Zweitligisten aus Aalen und Heidenheim. Die Stärken des FVI klar erkennbar, die Standards klar scheitert an Seibold. 24. Minute, wieder Freistoß, Heikenwälder mit Efe zum Tor und klar kommt wieder hin, das 2:0, Illertissen eiskalt vor dem Garchinger Tor. Seibold sieht hier sehr unglücklich aus, die Zeitlupe zeigt, der Ball verspringt, aber das ist keine Entschuldigung, den muss er haben. 12 Minuten später, nein, das ist keine Wiederholung, sondern erneut Freistoß aus fast identischer Position. Die Protagonisten bleiben aber gleich, Heikenwälder und klar, und der dritte im Bunde ist Seibold. Der hatte seine Finger auch im Spiel oder eben nicht. Wenn er rauskommt, dann muss er ihn auch haben. Seibold erwischte einen rabenschwarzen Tag an diesem Samstag. 2 Tore gehen auf seine Kappe. Daniel Weber stinksauer zur Halbzeit, verständlich. Ich habe schon nach 2 Minuten gedacht, es geht ein falscher Film in dem ganzen Spiel. Ja, wir haben erste Halbzeit 3-mal dem Gegner ein Tor geschenkt. Leider mit 2 Torwartfehlern und einem Fehlpass. Und da fragst du natürlich, warum 6 Wochen Vorbereitungen waren. Nach der Pause kamen die Hausherren ein bisschen konzentrierter zurück aufs Feld. 55. Minute, Freistoß für den VfR und der Ball zappelt im Netz. Der Anschlusstreffer oder doch nicht, der Treffer zählt nicht. Steinacher steht beim Zuspiel von Niebauer knapp im Abseits. Richtige Entscheidung von Schiri Brütting. Garching wollte den Anschlusstreffer, das ergab natürlich Räume zum Kontern für die Gäste. Morina verpasst den 4. Treffer nach knapp 1 Stunde. Das Spiel bereits entschieden, Illertissen legte aber nochmal nach. Wieder ein Fehler im Spielaufbau, genau in die Füße von Marc Hämmerle. Der steckt durch auf Akaidin. Erstes Regionalliga-Tor für den 20-jährigen Furkan Akaidin im 2. Spiel. Perfekter Auftakt also für den FVI ins Jahr 2015. Ja, wir sind zunächst mal froh, dass wir das erste Spiel nach der Winterpause natürlich so erfolgreich bestreiten konnten. Es war nicht einfach, auch von den Platzbedingungen her. Und umso zufriedener sind wir natürlich, dass wir auch hier mit einem eindeutigen Sieg die 3 Punkte mit nach Hause nehmen können. Das sind nicht die Spiele, die wir jetzt von Haus aus auf dem Plan haben, die du gewinnen musst oder punkten musst. Aber mit einem positiven oder knappen Ergebnis hätten wir mit viel Motivation natürlich nächste Woche nach Selingporten fahren können. Und so musst du halt ein bisschen Aufbauarbeit betreiben. Und das ist natürlich eine ganz andere Aufgabe.